und haben das erste Stück jetzt ausgesägt. So, jetzt haben wir es gebündelt. Jetzt habe ich alles auf ein Maß geschliffen. Ja, jetzt geht es weiter mit dem Saruman-Stab. Und zwar, wenn er genau hinschaut, ist der unten offen. Und zwar sind es 4/4 Stäbe. Die könnt ihr euch nochmal beim Baumarkt erwerben. Die werden dann quasi zusammengeklebt. Man könnte jetzt auch noch eine Art Laser unten einfügen. Ist leider noch nicht da. Deswegen kann ich euch das nicht zeigen. Sollte unten eingearbeitet werden, dann könnt ihr quasi hier oben eure Spitze mit, oder besser gesagt, eure Kristallkugel rot leuchten lassen. Ja, aber wenn er fertig ist, dann zeige ich euch das, wie wir das jetzt anderweitig gelöst haben. Ja, der wird soweit verleimt. Ihr habt ja bereits gesehen, wie diese einzelnen Teile hergestellt worden sind. Das wird dann quasi eingesägt mit der Säge, dann gedreht, nochmal eingesägt, und dann kann man diese Platten hier einleimen. Natürlich mit der Kristallkugel, die was ihr natürlich in dem Brett mit eingeformt habt, dass er nicht rausfallen kann. Ja, was gehört jetzt noch zu dem Stab? Schwarz lackieren. Egal wie ihr es gemacht habt, einfach irgendwo befestigen und dann könnt ihr das Teil mit schwarzer Holzfarbe einlassen. Natürlich unten ein bisschen aufpassen, dass er quasi nichts vertropft. Ja, und jetzt geht's los. Der Anstrich wird jetzt getätigt. Jetzt müssen wir bloß noch abwarten, bis das gute Teil trocken ist. Ja, dann rühre ich mich dann wieder in 1 oder 2 Tagen. Ja, Wartezeit ist rum. Einen Tag später machen wir es runter. Ja, meine Freunde, ich möchte euch jetzt den Gandalf-Stab vorstellen. Also, mal einstecken. Das Cape fehlt noch. Ich hoffe, dass das bis morgen da ist. Mal schauen. Also, hier habt ihr die Originalpfeife. Das ist also nichts Kunststoff, die könnt ihr anheizen. Und das ist auch kein Plastikstecken, sondern das ist der Stecken, den ihr vorhin gesehen habt. So, das wäre jetzt quasi Stecken Nummer 1. Und das war jetzt, glaube ich, Stecken Nummer 2. So, da habt ihr jetzt den Stecken vom Radagast. Stell mich mal ein bisschen davor. Vielleicht kommt das passende Outfit, aber ich denke eher das seht ihr morgen. Da habt ihr jetzt Stecken Nummer 3. Ja, sieht man leider nicht so toll, aber ja. Habt ihr vorher, ist noch nicht ganz trocken, aber ist halt leider so. Und jetzt das Ganze im Dunkeln, weil die sind ja beleuchtet. Bis gleich. Einfach draufdrücken, aus, draufdrücken, Licht an. Ja, hier hätten wir auch eine Taschenlampe angebaut. Ich habe natürlich darauf aufgepasst, dass hier eine kleine Batterie reinpasst, also keine Knopfzellen. Rein wie hier die Kosten her. Da könnt ihr das jederzeit austauschen. Passt von einer Seite rein, aber wenn natürlich noch nicht so. Ich kann es leider noch nicht anders da anfassen. Ja, an der Stelle sage ich danke fürs Einschalten. Schön, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid. Jetzt habt ihr gesehen, wie ich die Stecken oder wir die Stecken hergestellt haben. Ja, dann schauen wir mal, ob das mit den Kostümen morgen klappt und dann mit Einstellen das ganze Zeug. Wenn nicht, kommt es halt ein bisschen später. Ja, habt ihr bestimmt Verständnis. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis morgen.